Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wie angekündigt, begrüße ich euch in meiner Karte, weil wir haben ja gesagt, dass wir ein bisschen etwas verbessern wollen und wir haben ja hier eine Gemmenschleiferei mittlerweile und die Gemmenschleiferei haben wir vor allen Dingen so weit geskillt, dass wir auch schon Gemmen entfernen können. Genau, wir sind also echt cool und ich wollte hier aus der hartgesottenen Kutte wollte ich so gemäßigte Gemme entfernt und zu deinem Inventar hinzugefügt. Das ist wunderbar. Ich glaube, die Herstellung, sag's mir. Oh, meine Güte. Also, was ist denn los, Frau Hawk, ehrlich? Genau, also ich glaube, beim Entfernen von Gemmen wird, glaube ich, das Rüstungsteil zerstört. Aber egal, wir fassen jetzt ein. Und zwar haben wir ja jetzt hier diese Besatzlederkuppe, die wir neu gefunden haben. Und da hauen wir in jedem Fall mal ganz genau die gemäßigte Gemme rein. Mit 24 Rüstung. Das bestätigen wir erstmal. Und dann können wir noch eine Funktionsgemme reinmachen und die stellen wir uns jetzt her. Und mal gucken, ob wir noch eine mit Lebens Verbesserungen machen können. Die brauchen müssen wir aber, glaube ich, erstmal aufwerten. Komm, wir müssen aufwerten, genau das zu unterherstellen. Scherben aufwerten. Achso, mehr als makellos geht ja nicht. Dann werden wir das mal machen. Wir werten alles auf, was irgendwie geht. Weil die hier brauchen wir, glaube ich. Funkelnde. Yes. Ich glaube nämlich, dass das die ist, die uns diese Gesundheitsregeneration bringt. Machen wir mal alles makellos, was makellos zu machen ist. Wunderbar. Okay, so, dann lass uns mal schauen. Jetzt also bitte eine Funktionsgemme. So. Nee, das ist sie nicht. Abbrechen. 20 Schaden bei Tag. Mit welcher? 1,5 Lebensgeneration, das ist schon mal nicht schlecht. 1,5, geht noch mehr? Nö. Ja, dann nehmen wir halt das, genau. Wunderbar. Ich finde diese Lebensregeneration einfach genial. So, einfassen, dann nehmen wir unsere Leder und machen jetzt ganz genau. Für eine Kappe mit 75 Rüstung, das ist echt der Hammer. Okay. So, dann wollen wir uns mal angucken. 386 Rüstung. Das ist doch gar nicht mal schlecht, oder? So, dann werden wir unsere Rüstung noch verbessern und ich denke, dann werden wir uns mal den Quests der Kriegsgeweihten zuwenden. Reparaturkit nutzen. 8 Reparaturkits. Jawohl. Genau. Wieso kann ich die nicht rüsten, nicht verbessern? Lass mal schauen. Kurz in die. Ach, guck an, ich kann das entfernen, ohne dass es kaputt geht. Ja, das ist ja cool. Na gut, dann gehst du in den Plunder. 60 Sachen, was haben wir denn alles im Plunder? Das können wir eigentlich zerlegen oder verkaufen muss, damit wir ein bisschen Kohle kriegen. Tja, keine Ahnung. Wie auch immer. Dieses Craften macht Spaß. Ehrlich, dieses Craften macht richtig Spaß. Lass uns kurz in die Kneipe gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon alle Quests haben. Oh Gott, ich renne gerade wieder in die falsche Richtung. Ist doch nicht zu glauben, oder? Da stehen drei Häuser, in die ich kann und ich verrenne mich noch. Das ist echt nicht zu glauben. Unglaublich, Frau Hawk, ehrlich. Komm, wir zerlegen's. Zerlegen. Hammer des Morgens. Eichenstab. Chakrenderge. Ja. Oh, großes bereiftes Griffstück. Wunderkindstiefel, potente Handwickel. Ja, irgendwann werden wir da weiter craften, aber da möchte ich noch warten, dass ich noch ein bisschen mehr Fähigkeiten im Rüstungsbauen habe. Und jetzt, ihr Lieben, geht es. Warte mal, nee, wir machen die Quest aktiv. Wenn wir die Quest aktiv haben, die Straßenpatrouille, brutaler Vertrag. So, aktive Quest.
Quest hinlegen. Dann findet man nämlich auch gleich die Schildringfeste, ja meine Fresse, aber auch. Also ich habe nichts getrunken, nur damit ihr das wisst, gell? Ich habe wirklich nichts getrunken. So, jetzt werden wir mal diesen Herrschaften hier beitreten und werden mal gucken, was wir da so an Quests bekommen. Einen haben wir ja schon mit Straßenpatrouille. Aber jetzt geben wir erstmal die Quest ab, dann gehen wir... Genau, wir treten bei. Komm her, wir wollen ein Kriegsgeweihter werden. Beweist euren Wert und ich lasse euch den Kriegsgeweihten vielleicht beitreten. Es gibt Patrouillenarbeit zu erledigen, wenn ihr dazu bereit seid. Ja, klar. Alles klar. Eine Gruppe von Händlern hat uns damit beauftragt, herauszufinden, warum von einer Straße in Lorcarane immer wieder Händler verschwinden. Reist nach Didenhil und trefft euch dort mit einem Söldling namens Bühlrendig. Mhm. Ihr findet ihn vermutlich bei der Heilerin. Aha. Meldet euch anschließend bei der Wächterbrücke. Ihr werdet die Gegend gemeinsam mit einem weiteren Trupp von Söldlingen absuchen und dafür sorgen, dass die Straßen sicher sind. Alles verstanden? Gut. Ja, ich hab's verstanden. Gut. Genau. Dann verschwindet. Ich hab's verstanden und wenn ich's nicht verstanden habe, dann... Ah, kann ich dir... Warte mal. Falls ich's nicht verstanden habe, ist es insofern kein Problem. Ja. Ich habe ja Questlog. Solange ihr als ehrenvoll bekannt seid, seid ihr in der Feste willkommen. Ich hab euch schon mal beklaut, ey. Die letzten Armseelen, die sich daran versucht hatten, haben kein gutes Ende gefunden, oder? Das ist wirklich ein Jammer. Aber Gewinn bringt für euch. Hier ist eure Bezahlung. Danke, Itwold. So, wir brauchen das jetzt alles im Einzelnen nicht nachfragen. Das haben wir ja so nach und nach auch mitbekommen. So, Auftragssuche. Sämtliche Aufträge wurden angenommen. Aha, okay. Haben wir hier noch irgendwo sonst eine Quest? Sieht mir nicht so aus. Zeugs brauchen wir erstmal nicht. Dann gehen wir wieder, oder? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Dann gehen wir wieder raus. Und werden mal gucken, was wir jetzt... Ja, ich mache gleich eine Quest aktiv. Danke für den Hinweis. Ist ein nettes Programm, ne? Sagt mir, dass ich keine Quest habe. Sagt mir, dass ich die Schicksalsleiste bemühen kann. So, die Straßenpatrouille. Genau. Nebenquest bittere Wahrheit. Das ist die Geschichte. Genau, wir machen mal die Straßenpatrouille. So ist es. Und werden dann nach Didenhill gehen, weil da müssen wir hingehen, wenn ich das richtig weiß. Doch richtig in Erinnerung, ja, also auf nach Didenhill. Jeppa, ich will nach Didenhill fliegen, ja. Na gut, so ein bisschen ist das ja wie fliegen. Wo ich noch gar nicht war, das muss ich doch echt mal gucken. Thaddäus ist an der Seuche gestorben. Und der arme Thaddäus. Wir sind ja, als man Didenhill war, nie über diese Brücke gelaufen, das sollten wir jetzt vielleicht mal machen. Mal gucken, was da vorne ist, ach Mensch... Immer noch irgendwelche Pestträger hier. Lass uns da mal hinrennen. Das haben wir nämlich wirklich nicht gemacht. Na guck mal, da ist sogar ein Stein. Haha, juhu. Ein Wissensstein. Dann wollen wir mal... Oh, da muss ich nach oben. Ach, den haben wir doch schon gefunden. Also sind wir doch schon hier gewesen. Ach Mensch, Frau Hawk. Willkommen im Leben. Willkommen im Leben von Frau Hawk. Echter Hammer, was ich da treibe. Unglaublich. Gut, dann gehen wir jetzt zur Heilerin. Wobei, auf der anderen Seite waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Meine Fresse aber auch. Was mache ich nur? Nein, ich habe nichts getrunken, Leute. Ich glaube, dass ich einfach schon ein bisschen lang aufnehme. Weil das merkt man nach einer Weile dann doch. Bevor wir zur Heilerin gehen, kann man da eigentlich auch durchlaufen. Weil ich hoffe, in der Mission oben im Norden sind... Ich glaube, hier sind wir jetzt wirklich noch nicht durchgerannt, oder sind wir das schon? Was haben wir denn hier eigentlich? Hallo, wer bist du? Was? Hallo. Hallo. Was stöbert ihr eigentlich hier im Gefängnis? Ah, herum? Gefängnis. Nö. Mit dem Gefängnis will ich nichts zu tun haben. Und da vorne ist noch irgendwas. Das gucken wir uns jetzt auch an. Da ist sogar ein Kreis. Ja, wunderbar. Dann gehen wir da mal rein.
Mal gucken, was uns hier erwartet. Stimmt, irgendeine Quest haben wir doch noch nicht fertig gemacht. Hallo. Bruder Fallon ist also tot? Ja. Und ich dachte, schlimmer könnte es nicht mehr kommen. Das bedeutet, dass Astrid früher oder später das Pestschild ausgeben Schon erledigt, Mädchen. Ich kann sie damit versorgen. Ah. Das Dorf war nicht immer freundlich zu mir, aber vergessen wir das. Betrachtet es als meinen Olivenzweig. Danke dir. Wunderbar. Ach, du bist auch eine Schicksalsweberin. Bis dann. Da könnten wir uns jetzt richtig eine neue... neues Schicksal machen, aber ich bin mit meinen Skills erstmal so ganz zufrieden. Was muss ich hier tun? Also, hallo? Ach, Tills Bücher beschaffen. Ach, das finde ich langweilig, ehrlich. Blöde Sammelquests. Wir gehen jetzt unseren schicksalsgeweihten Kameraden abholen. Ah, ins Gefängnis will ich nicht, nein. Also renne ich hier mal. Und dann gucken wir mal, wie sich das hier entwickelt. Das ist schön. Das freut mich sehr. Das ist ja nicht immer und überall so. Also dann werden wir mal gucken, was Astrid die Heilerin mit diesem Kriegsgeweihten zu tun hat. Seid ihr denn ein Paar, ihr zwei? Oh, Wühl. Arbeit für die Kriegsgeweihten? Mhm. Sehr gut. Das Gold wird langsam knapp und meiner Mutter geht es nicht gut. Die Pest? Auf zur Wächterbrücke. Wächterbrücke? Die Brücke mitten in Lorcaran? Mhm. Geht von hier aus nach Norden, dann nach Osten und folgt schließlich der Straße nach Süden. Okay. Oh, was ist mit deiner Mama? Das Pestschild hat geholfen, aber wenn ich die Heilerin frage, für wie lange, weicht sie meinen Blick aus. Ja, aber jetzt hilft ja. Leb wohl, Mutter. Ja, ne? Es ist nicht für lange. Mütterchen, Lisa. Bringt eurer werten Mutter einen Schluck Wasser. Ja, das hat die schon mehrfach gesagt. Ich habe mich immer gefragt, wen sie meint, weil meine Mama ist es nicht. Ne? Shin weiß ja nicht, wer ihre Mama ist. Okay. Ihr seid in Didenhiel immer willkommen. Ja, das ist schön. Das freut mich wirklich sehr. Lasst uns mal gucken, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Wächter oder Wächterbrücke melden. Schnellreise können wir schon? Ja, wunderbar. Haben wir schon aufgedeckt? Ach, das ist hier. Ach, alles klar. Da haben wir ja diese verrückten... Gibt es hier noch irgendwo Quests? Lass mal schauen. Da haben wir ja diese Verrückten kennengelernt, glaube ich, genau. Diese jungen Abenteurer und hier ist meine Truppe. Wunderbar. Sehr schön, mal wieder mit mehreren gehen, finde ich gut. Ich hoffe, dass ihr alle überlebt. Ihr werdet hier nicht mit geschlossenen Augen rumstolpern. Aha. Nein, ihr seht euch um. Aufmerksam. Ja, versprochen. Wie ich sehe, habt ihr den Weg zu Castellan Delfric also gefunden. Ja, war ja nicht so schwer. Wollen wir anfangen? Oder stehen wir einfach nur hier herum, bis meine Haare grau werden? Naja, legen wir los, ne? Also gut, hört zu. Unsere Aufgabe heute ist es herauszufinden, wer oder was auf dieser Straße Karawanen angegriffen hat. Wir beginnen unsere Suche zwischen hier und dieser Weggabelung. Okay. Schwärmt aus und beeilt euch. Sucht nach jeglichen Hinweisen und sammelt euch dann bei der Gabelung. Auf meinen Befehl hin. Los! Augen auf! Verteilt euch! Okay. Also, alles klar. Hört auf, eure Füße anzuglotzen. Ich guck Bewegt meine, euch. Guck meine Füße Ihr nicht geht an. Dort entlang. Ich folge der Straße. Das Gras hier wurde ordentlich geschnitten. Es wirkt, als wäre dafür eine frisch geschärfte Sense verwendet worden. Okay. Wonach suchen wir eigentlich? Ja, ich weiß auch nach nicht Dieben? So genau. Nach Blut? Ich Na, sehe überhaupt nichts verdammt. Nach Hinweisen. Dieser Knochen ist überraschend sauber. So, als wäre er von jeglichen Resten befreit worden. Mehrere seltsame Risse ziehen sich durch den Knochen. Den Hinweis haben wir doch schon. Der müsste doch verschwinden, oder? Hi. Obwohl dieser Stein durch die jüngsten Regenfälle fast verdeckt wurde, sind doch noch frische Risse zu erkennen, die von dem Aufprall eines schweren Objekts herzurühren scheinen. Auf dem Stein sind außerdem schwache Blutflecken zu sehen. Okay, wir machen weiter. Es ist ja das Schöne, dass wir hier jetzt... Ich weiß nicht, ob wir hier schon alle Steine gefunden haben. Wer schreit da? Wo ist Bray? Oh. Oh, bei Mitaru. Irgendjemand hat Bray gefressen. Dieses Gepäck eines Händlers sieht aus, als wäre es seinem Besitzer gewaltsam entrissen worden. Welche Lebensmittel sich auch immer in ihm befanden, sind inzwischen verfault.
Ja, einer meiner Kumpanen ist weg. Was für ein merkwürdiges Wesen ist das wohl? Wir sind gerade erst aufgebrochen und haben schon einen verloren? Wie erbärmlich. Hat irgendjemand etwas gesehen? Keinen Hinweis auf den Angreifer? Nee. Es geht weiter. Wir halten uns östlich, überqueren den Fluss und gehen dann nach oben zu den Stufen der alten Ruinen. Bewegung! Ah, Niskaru. Ist das Niskaru? Sie sind Bestien des reinsten Chaos, so heißt es. Okay. Seit Hunderten von Jahren hat sie kein sterbliches Auge mehr erblickt. Zumindest nicht hier in der Gegend. Ja, wir haben schon welche gesehen. Was ist passiert? Söldling Volmorik ist tot. Mm. Was? Wer auch immer das war, hat sie erwischt. Vergesst sie vorerst. Okay. Ich will, dass der Rest von euch vorbereitet ist. Waffen bereit und Augen auf. Wir bekommen heute tatsächlich etwas zu tun. Vielleicht mehr, als ihr euch erhofft hattet. Okay. Ich könnte mir vorstellen, wir müssen 3 Runden laufen. Am Ende werden 3 Söldlinge tot sein. Seid auf der Dann werde ich mit Ost alleine sein. Aber wenn es ein Niskaru ist, das könnte ja sein, ne? Wenn der da schon dasteht, wird es wohl ein Niskaru sein. Dann werden wir uns wieder diese Kette anziehen. Genau, die Gebetskette. Wunderbar. So, also dann folge ich meinen Leuten. Ist da irgendwas zu finden? Nein. Also dann, da wird schon gleich der nächste Hinweis sein. Bestimmt ein Niskaru. Oh. Die Überreste eines Händlerkarrens sind beinahe im Dreck verschwunden. Der Karren selbst wurde von irgendetwas zerfetzt, das entweder enorme Kräfte, Klingen wie Sägen oder beides besessen haben muss. Tja, Niskaru halt, ne? Habt ihr etwas gehört? Das blanke Chaos. Ich glaube, da ist gerade der nächste verschwunden. Ah, oh, hallo. Der Niskaru mag offensichtlich keine Antilopen. Dieses Skelett ist noch ziemlich frisch. Grausame Bissspuren und seltsame, tiefe Wunden zeigen, wo das Fleisch von den Knochen gerissen wurde. Gott, wie schrecklich. Also man möchte eigentlich... Da ist gerade der nächste Hinweis, hier noch. Wieso seht ihr eigentlich gar nichts? Leute, wieso sehe nur ich das? Oh, weil ich gut bin. Der Stein weist ein merkwürdiges Loch auf, so als hätte ein gehärteter Speer nicht nur sein Opfer, sondern auch ihn durchbohrt. Ich will nur kurz da hochgucken, ob da irgendein Stein ist. Wer bist denn du? Du hast eine Quest für mich. Hallo, wer bist du denn? Die holen wir uns kurz ab. Hallo, Quest. Ostduin. Der Zyklus naht. Die Zeit der Blüte ist gekommen. Mhm. Doch ich fürchte, es wird keine Zeremonie geben. Keine Blüte, keine Freude. Was ist mit der Blüte? Sie ist der schönste und wundersamste Vorgang. Sie ist... nein, ihr wird keine Beschreibung gerecht. Aber wie auch immer, Boderil ist nicht zurückgekehrt. Wenn niemand seine Aufgabe übernimmt, wird sie wohl nicht stattfinden, fürchte ich. Die Blüte. Ich habe die sterbliche Maid um Hilfe gebeten, aber sie hat sich geweigert. Darum gebe ich mich nun der Trauer hin. Ach, ich kann mich erinnern, die sterbliche Maid, das war eine von den Abenteurerinnen, die hat ja erzählt, dass sie so einen durchgeknallten Feind kennengelernt hat. Wahrscheinlich meint sie ihn, den Ostduin, wobei ich ihn gar nicht so durchgeknallt finde. Sie hat sich um eine der ihren gekümmert. Ich habe sie gefragt, ob sie bei der Blüte helfen würde. Ich war überaus geduldig und habe ihr erklärt, dass die Zeremonie viel wichtiger ist als ihr verlorener Freund. Aber sie hat trotzdem abgelehnt. Sterbliche. Naja, Völkerverständigung muss man noch ein bisschen üben. Nun, Boderil ist... Also, er kehrt immer zurück, um an der Blüte teilzunehmen. Aber jetzt ist der Zyklus da und er fehlt. Den Grund dafür kenne ich nicht. Ich werde euch helfen. Das freut mich. Boderils erste Aufgabe, ich meine, eure erste Aufgabe, besteht darin, die Chrysaleen zu sammeln. Ach, du Jesus. Die Chrysaleen sind so eine Art Samen. Ihr findet sie überall im Wald. Mhm. Wenn ihr sie gesammelt habt, kommt zu mir in die Brunoard-Höhle. Ja, das machen wir dann. Genau. Gut. Mit diesen Sterblichen hat es mehr auf sich, als ich gedacht habe. Ja, ich bin deine Königin, nur mal so zur Info. Genau, jetzt werden wir aber erstmal diesen Fährten hier nachlaufen und gucken, wie unsere Leute verschwinden. Da ist noch eine Spur.
Nein, ich will nicht mit Odora sprechen. Du bist mir im Weg. Oder doch? Mit Odora sprechen? Ja, das ist wieder einer verschwunden. Ich sag euch, am Ende bin ich mit ihm allein. Aber diesmal habe ich etwas gesehen. Wer oder was auch immer das war, ist in die Ruinen gelaufen. Ganz ruhig jetzt. Haltet eure Waffen bereit und folgt mir. Mach ich. Was habt ihr gesehen? Oh. Und egal. Haltet die Augen offen. Da geht's jetzt lang, oder wie, oder was? Ja, da ist mir gerade der nächste Hinweis. Und dann werden wir plötzlich vor einem Naskaru stehen. Da ist der Karren. Ein kaputter Karren. Du stehst mir schon wieder im Weg. Nicht jetzt. Ja, du stehst mir im Weg, Freund. Ach, da ist ein Niskaru. Oh, ein Blutjäger, Niskaru, Blutjäger. Komm mal her. Und nochmal. Juhu! Aber unser Freund ist tot. Niskaru? In Dalentart? Ja, ich weiß auch nicht. Wo zur Hölle sind die denn hergekommen? Keine Ahnung. Wie auch immer. Wir müssen sie aufspüren. Ich schätze, ein paar Worte haben die Toten wohl verdient. Oh ja, Ost, allerdings. Wir betrauern die Gefallenen, genau. Söldling. Gebt mir einen Moment und lasst mir ein wenig Raum. Gerne. So, dann lebt wohl. Wir ehren unsere gefallenen Söldlinge. Entsprechend ihres Eides starben sie im Kampf gegen den Feind. Das war eine ergreifende Rede, Ost. Und so sollen ihre Tode... Ach, was soll das alles? Sie kannten das Risiko. Ja, so ist das. Gehen wir weiter. Niskaru mit Ost aufspüren. Also gut, dann rennen wir dem Ost hinterher. Das sagt das Programm, dass wir das tun sollen. Also machen wir das mal. Ah. Hier entlang. Du weißt, wo es lang geht? Das ist super. Muss ich schon nicht suchen. Ist mir auch sehr recht. Da ist ein Bär. Noch ein Bär. Komm, wir rennen an den Bären vorbei. Ist da irgendwo zufällig? Jetzt müssen wir doch mit den Bärchens kämpfen. Komm her. Okay. Also bei den Bären macht es nicht viel so viel Schaden. Komm mal her. Huhu. Ja, wenn die natürlich im Mittelpunkt sind von diesem Ding, dann macht das schon auch Schaden. Ich will nur immer gucken, ob ich nicht irgendwo unterwegs einen Wissenstein finde. Hier sind Schleifspuren. Ja. Dann folge ich dir. Aber möglicherweise führt er mich in die Nähe eines Wissensteins. Ja, es ist da entlang. Okay. Oh, oh, da sind schon wieder Spinnies. Ah, guck mal. Halle der Briganten. Oder so ähnlich. Niskaru Blutjäger. Es ist vorüber. Das macht aber auch Spaß hier. Na, wenn das nicht die Höhlen der Halle der Briganten sind. Von allen verrotteten Löchern mussten sie ausgerechnet hier rausgekrochen kommen. Also gut, Söldling, die Patrouille ist vorbei. Hier ist euer Lohn. Ihr habt es immerhin bis hierher geschafft. Ich werde jetzt rausfinden, was diese Dinger in Dalentart wollen. Kommt mit mir. Und ihr könntet es bis zur Schildverpflichteten bringen. Halle der Briganten, genau. Das wäre doch mal schön, da reinzugucken. Ich selbst habe Nera Rothand aus diesen Höhlen gejagt. Das ist Jahre her. Und davor hatte sich Tine Delfrig, Garedrill, vorgeknöpft. Irgendein Beutelschneider versucht immer, sich in der Halle der Briganten einen Namen zu machen. Ach, schau mal. Na dann los. Ja, das ist es, was ich hören will. Wir machen aus euch schon noch eine Kriegsgeweihte. Gut. Bei Eamons Eid gehen wir rein. Ja, wir gehen rein. Das ist ja wohl völlig klar. Das Gold nehmen wir mit. Dann rennen wir mal. Mal gucken, wie viele Naskara wir da noch treffen. Bleibt in meiner Nähe und tut, was ich euch sage. Ja. Ja, genau. Nun, was haben wir denn hier? Eine Falle. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Ah, ja. Das weckt Erinnerungen. Na, du warst ja schon mal hier, ne? Die Halle der Briganten hat sich ihren Namen redlich verdient.
Sie ist ein berüchtigtes Diebesversteck. Ah, super. Der Weg vor uns wird voller Fallen sein. Hinter dieser Tür dort müsst ihr bei jedem Schritt vorsichtig sein. Oh Mann. Na gut, das ist mal das Richtige für mich. Ich tapp ja in jede Falle. Also, wie war noch mal der Trick bei dieser Tür? Es war kein Schlüssel. Ja, richtig. Das machst du gut, Ost. Danke. Ja, hier bin ich. Guck mal, Freund. So, jetzt heißt's auf Fallen achten. Das hat er uns ja gesagt. Die Frage ist nur, was mache ich, wenn ich eine sehe? Wenn ich nicht ausweichen kann, muss ich reinlaufen. Seid vorsichtig. Hier sind die meisten Fallen. Ja, aber ich habe mit dem, ah ja, da sehe ich sie. Gut, die kann man umlaufen. Ah, ja, man sollte halt nicht nur in die Ferne gucken, sondern eben auch, entschärfen. Stachelfalle. Entschärfen, kann ich das denn? Das ist mal so die Frage. So geht das, entschärfen. Punkte gibt's aber keine, glaube ich. Ich krieg auch keine Rückmeldung, ob sie entschärft ist oder nicht. Als Schurke, siehst du, kannst du eben doch entschärfen. Aber wahrscheinlich eben nicht alle. Immer schön gucken, Jolina. Ihr geht außen herum und betätigt den Hebel auf der anderen Seite. Und nehmt euch vor den Fallen in Acht. Ja, wenn du das sagst, ich gehe außen herum. Das wäre hier rum, ne? Oder? Was ist denn jetzt außen? Ja, du wartest, genau. Und ich muss jetzt hier... Okay, mal gucken, ob wir gleich auf eine Falle hüpfen. Naja, wir hüpfen einfach mal, was soll's. Wird uns nicht gleich umbringen. Falle. Wenn man mal weiß, wonach man gucken muss, kann ich jetzt rüberlaufen? Oh, da ist noch was anderes, Böses. Da am besten teleportieren wir uns da, würde ich denken. Oh, aua. Noch eine. Dann warten wir mal. Aua. Das war nicht weit genug teleportiert, okay. Autsch. Okay, also Frau Hawk, bitte konzentriert. Stachelfalle. Das da kann ich doch bestimmt auch irgendwie entschärfen, oder? Nee, das kann ich doch entschärfen. Stolperdraht, okay. Also wir können es entschärfen, ich muss es bloß sehen. Alles klar. Und da bin ich eben sehr nachlässig. So, dann lassen wir den guten Ost mal rein. Unser Leben ist auch schon wieder aufgefüllt. Der Ost, der weiß ja, wo er ausweichen muss, glaube ich, ne? So als, der rennt da wie blöd. Seht ihr die Leichen da vorne? Ja, die sind alle tot. Das sind vermutlich Diebe. Sieht aus, als hätten die Niskaru sie erwischt. Ah, nochmal Niskaru. Komm her. Kriegst du noch ein paar von denen da? Niskaru, komm her. Komm her, Blutjäger. Und dann greifen wir gleich wieder an. Juppie, wir haben ihn. Die Diebe sind echt keine Könner, oder? Dieser Ort hat schon immer Diebe angelockt. Tja, und Niskaru. Und jetzt sind sie tot. Und stattdessen haben wir hier Niskaru. Aber warum? Das ist die Frage. Tja, ich habe keine Ahnung. Von jetzt an übernehmt ihr die Führung. Ich muss nachdenken. Oh ja, okay. Diebe? Arme Kerle. Hat es irgendjemand verdient, so zu enden? Nun ja, einige schon. Würde ich jetzt aber auch mal denken. Aber nicht meine Söldlinge. Ja. Das tut mir leid, dass deine Söldlinge gehen gefressen worden sind. Nö, wir gehen nicht weiter. Ich gucke mich jetzt erstmal um. Ne, man soll ja nichts verkommen lassen. Der Niskaru hat uns vielleicht auch was Schönes gedroppt. Oh, Kohle, her damit. Erquickende Fein. Klingen. Ich glaube, wir werden irgendwann umskillen, Leute, und dann werde ich bloß alles aufs Chakra und auf die Dolche geben. Ich finde, dass man damit ganz gut durchkommt, zumindest bisher. Edle Besatzhandschuhe, Plunder. Große Präzision. So, sonst noch irgendetwas, was leuchtet? Ja, da sind noch
Noch eine Leiche. Schwindlers Faustschild. Wow. Ja, aber die Elementarresistenz, das ist schon... Wir tun dich, genau. Wir legen nichts mehr an, was keine Gemme aufnehmen kann, habe ich gesagt. Da sollte ich mich dann auch dran halten. So. Du musst nachdenken. Dann gehe ich mal weiter, würde ich vorschlagen. Da vorne ist auch irgendetwas. Ein Ring. So, schön gucken, was die Fallen machen. Ich und die Fallen hammermäßig, ehrlich, fast in jede Fallenart einmal reingetappt. Ja, das zerlegen wir jetzt auch. Aber nichts gefunden. Okay. Ich wechsle wieder auf die Dolche. Die waren nämlich eigentlich auch nicht schlecht. Da sind Fallen. Ich sehe sie. Aha. Hätte ich es für dich entschärfen sollen, Freund? Eigentlich bist du da doch klüger als ich. Ihr werdet eine gute Schildverpflichtete abgeben, wenn das alles vorüber ist. Ja, das will ich mal hoffen. Im Augenblick sehe ich bloß aufgespießte Menschen. Oh Mann. Ja, es sind diese Kleinigkeiten, die so ein... Aha, guck mal. Meine Magie wird immer stärker. Eines Tages, in vielen, vielen Jahren, werden wir beide das Glas erheben und auf die seltsame Geschichte trinken, wie ihr euch euren Rang erworben habt. Mhm. Das werden wir tun, genau. So, da wird jetzt wohl der nächste Niskaru kommen. Denke ich mir mal. Verbesserter, vergrößernde Bänder. Auch schön. Können wir bestimmt was mit anfangen. Oh, wir haben einen Sterndistel. So, wo ist denn jetzt der Niskaru? Oh, da vorne, was leuchtet denn da vorne so blau? Stab des Hungerns. Plunder. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Ein Riesen-Niskaru. Was ist das denn? Verdammte Magier. Und nicht von Belens Testament. Sie müssen diejenigen sein, die hinter diesen Niskaru stecken. Okay. Und das bedeutet, sie haben das Blut von Kriegsgeweihten an ihren Händen. Der kürzeste Weg zu einem Niskaru ist Chaosmagie. Oh. Mächtige Chaosmagie. Die haben wir doch nicht kennengelernt. Und wie verhindert man, dass er sich umdreht und einen zerfleischt? Mit noch mächtigerer Magie. Belens Testament. Todesanbeter. Sie sind ein übler Haufen, nicht ganz richtig im Kopf. Sie könnten versuchen, einen Niskaru zu beschwören, aber das hier sieht ihnen nicht ähnlich. Das würden nicht einmal sie tun. Okay, dann gucken wir uns diese Magier mal an. Dann stirb! Wo sind sie denn? Oh, das sind aber viele, ey. Guck mal, Kultist. Der nimmt mich gar nicht wahr. Komm her, Erzmagier. Erzmagier haben in der Regel üble Tricks. Wo bin ich denn? Die haben den Niskaru gefangen. Komm mal her. Ja, ich habe bloß den Dolch. Mit den... So, wenn wir die dann fertig haben, müssen wir wahrscheinlich auch diesen... Komm her. Komm. So, einen Hammer. Oh, du hast auch schon einen fertig. Nein, so, jetzt kommen die Niskarus. Tja, ich hoffe mal, dass Ost überlebt. Oh nein, Ost überlebt. Nee, komm. Ja, das ist nicht schlecht. Komm, Waffe wechseln. Waffe wechseln wahrscheinlich, oder? Oh, dich haben wir gleich. Och, ihr seid ja auch nur Papiertiger, Leute. Echt? Ja, wirklich nur Papiertiger. Ach, Ost. Das tut mir wirklich leid für dich. Ehrlich. Plündern. Scholars Langschwert. Vergleichen. Ja, ich brauch's nicht, aber in den Plunder. Okay, dann werden wir seine Mission beenden. Aber das machen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Oder? Jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Und da hat es noch ein paar Kisten, die wir zerlegen können. Aber dahinter leuchtet nichts. Tja, die Magie hat die Niskaru halt eben auch gebunden. Insofern war es natürlich keine gute Idee, die Magier zu erschlagen. Ich denke mal, dass wir hier lang müssen, oder? Genau, noch ein paar Kisten kaputt machen. Wunderbar.
Gut, dann werden wir mal. Gibt es denn da jetzt noch mehr Magier? Das sieht mir aber auch... entschärfen Feuermine. Also gut, dann entschärfen wir das mal. Feuermine, auch böse, ey. Gut, sowas könnten wir ja auch legen. Wir haben zumindest einen Skill für eine Eismine. Giftmine. Oh Mann. Aber gut, dass wir das entschärfen können. Dann muss man es echt bloß sehen. Ich hätte schon gedacht, dass man da extra Skills freischalten muss. Hat er aber nie irgendwas gesehen mit Fallen entschärfen, sondern nur mit Fallen selber legen. Ups. Bleib mal stehen, Shin. Oh, da sind Feinde. Was haben wir da jetzt für Feinde? Oh, mal wieder Magier. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Oh, der hat mich erwischt. Komm her. Oh. Ja, die Dolche machen echt ordentlich Wumms. Ups. Komm her. Ein Skavo-Jäger. Die erinnern mich ein bisschen an Alien, finde ich. Ja, ja, komm. So, dann machen wir mal wieder diesen hier. Genau so. Komm her, Schwertkämpfer. Komm her. Ja, haben dich. Ätsche, bätsche. Hinterhältlers Dolche. Ab in den Plunder. Und Kohle. Und das war's dann auch schon. Jetzt gucken wir uns da oben nochmal um. Hatte ich nicht gesagt, dass wir aufhören? Nee, ich finde das jetzt gerade so lustig. Ja, gut. Leichtes Bannen trauen wir uns. Und gebannt. Robuster Langbogen. Plunder. Plunder. Nehmen. Da hat es aber einige Kisten zu bannen, hey. Komm her, Freund. Ah, da war mal wieder eine Falle. Aschering, 12 Feuerschaden, 15 Feuerresistenz. Komm, wir tauschen den mal mit dem Ausrüsten, genau. Wir tauschen den mal mit dem Ring 2. Die Himmelsblüte nehmen wir auch mit. Ja, ja. Explodier du nur. Hat uns jetzt nicht allzu viel gemacht. Mittel. Wir probieren's. Komm her. Ich konnte es nicht bannen, na dann lass ich's. Ich will nicht verflucht werden, das ist völlig unnötig, wir haben Zeugs genug. Kavalierslangbogen. Plunder. Einfacher Heiltrank, den nehme ich immer gerne. So, du hast beinschienender Feuerhemmnis. Plunder. Brauche ich Macht, die ich nicht mehr so hoch skillen werde, denke ich mir mal. Die Himmelsblüte, wir versuchen's, wunderbar. Erfolgreich Himmelsblüte ge. Ach, da ist wieder eine Falle. Hüstel. Trübe Eisscherbe. Man wird natürlich dadurch, dass man so schnell Leben regeneriert, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ein bisschen unvorsichtig. Ich bin mal gespannt, welchen super duper Feind? Aetelogrus, bei den Winden der schwarzen Tiefen. Wer redet da? Tretet hervor. Tretet hervor. Okay, da ist irgendwie das, glaube ich, der Master. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Da ist eine magische Wand, magische Barriere. Wer wagt es? Wir sind die Phalange. Da hinten bist du. Wird sich uns in den Weg. Ach du Herr Jemine. What the fuck? Ach du Jesus. Mal hier geschwind weggehen, wenn der Feuer spuckt. Oh! Oh! Komm her. Hiskaru, Tyrann. Oh, komm her. Oh, 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 oh. Komm her. So, wir sollten ihm vielleicht eine Eiswand entgegenhauen.
Das kann sein, dass er das nicht mag. Komm her. Ja, Eiswand mag er, glaube ich, nicht. Gut, dass wir die Eiswand haben. Und nochmal eine Eiswand. Und dann nehmen wir mal ganz schnell Mana-Regeneration. Und dann kriegst du nochmal eine Eiswand. Und nochmal eine Eiswand. Wow. Und noch eine Eiswand. Ja, das ist das Mittel der Wahl. Genau, komm her. Und noch eine Eiswand. Und noch eine Eiswand. Aua, 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 aua. Gut, dass wir so viel Feuerresistenz haben, Leute. Ich glaube, wir haben 35 oder 40 Feuerresistenz. Und dann haben wir dich auch schon, mein Freund. Haha. So, das Herz von Sibun. Artefakt nehmen. Stulpen der Legion. Na, wir nehmen es mal. Beschützer Kyras. Ja. Das ist schön, aber das kann ich nicht anziehen. Seidenhandwickel. Brauchen wir auch nicht. Und den Rest nehmen wir. So, jetzt werden wir uns mal mit diesem Herrn hier auseinandersetzen. Und dann machen wir aber wirklich Schluss für heute. Oder? Ja. Genau, das ist das Artefakt, holen wir uns noch. Ach, der hat sich in dieses Ding verwandelt. Jetzt aber, Gott, Frau Hawk. Der hat sich echt in dieses Ding verwandelt. Ich glaube, ich spinne. Oh, wir haben einen Zunderzweig gekriegt. Ach stimmt, wir haben ja irgendwie was an, was unsere Fähigkeiten um eins hochhebt. Deswegen kriegen wir jetzt auch plötzlich Zeug, was wir normalerweise noch nie bekommen haben. Ja, ich nehme das gleich mit. Tja, hast du dein Leben gegeben, um dieses komische Viech zu erschaffen? So zumindest deute ich das. Stiefel des Hauptmanns nehmen. Auch wenn ich es nicht anziehen kann. Aber ist egal. Ich finde ja jetzt unsere Rüstungen auch ganz nett. Oh, das zerlegen wir hier noch alles. Haben wir alle? Sieht mir so aus. Dann holen wir jetzt dieses komische Artefakt. Komm her. Oh, warte mal. Da noch was, was wir mitnehmen können? Nein. Also dann, was bist denn du? Herz von Sibun. Erhalten, Herz von Sibun. Artefakt zur Feste bringen. Ja, jetzt gehen wir erstmal raus hier. Und wenn wir draußen sind, machen wir Schluss für heute. Furchtbar lange Folge, glaube ich. Aber macht nichts. Hat Spaß gemacht. Fand ich zumindest. So ihr noch dabei seid, ihr Lieben, wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!